Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge heute mit dem Grand Prix von Frankreich. Eine Strecke, die ja neu ist und ich eigentlich schon auch sehr mag. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall versuchen, das mit den Aktivitäten kurz einzustellen. Denn da habe ich wirklich die letzten Male immer vergessen. Moral erhöhen. Sehr gerne. Ein bisschen Geld und Teamanerkennung. Kriegt man eigentlich Ressourcenpunkte? Da. Machen wir mal Tempo plus 1. Okay. Weiter. So. Ey, stimmt, kein Plan. Danke für den Tipp. Wollte ich ja ändern. Da Motorabnutzung jetzt sogar schon 81%. Ich denke mal, mit den drei Komponenten kommen wir locker klar. Ich kann sogar später sogar früher die Komponente wechseln. Sieht ja ganz gut aus. Beim Rest 36, 35, 69, 69. 13, 36, ja. Da sieht es aber gut aus. Kann ich noch nichts machen. Noch nickes. Hier haben wir zu wenige Ressourcenpunkte. Wir haben genug Geld, um hier etwas zu verbessern. Machen wir mal vielleicht. Anerkennung wird 10% schneller erhöht. Strapazierfähigkeit. Ich will immer die Qualitätskontrolle hochhalten. Finde ich halt wichtig. So. Dann machen wir jetzt direkt das Training in Frankreich. So. 104 Zuschauer. Mein Rekord ohne Wait waren, glaube ich, mal 15 Zuschauer. Ansonsten vielleicht mal 30, 35 aber. Okay. Ich sag immer wieder, die Peets haben eine gute Community. Eine sehr liebe, vor allem. Ich muss ganz in den Kopf schütteln. So, let's go. War hier irgendwas, was ich machen wollte? Nee, ne? Nee. Habe ich soweit schon alles gemacht. Und let's go. Mal gucken, was wir in Frankreich so schaffen. Eine Strecke, die, wie gesagt, mir sehr steht. Ich habe schon von vielen gehört, dass sie die Strecke eher langweilig finden. Naja, würde ich nicht unbedingt sagen. Die ist jetzt nicht besonders. Also die hat jetzt keine Strecke, keine... Hier die Kurve der Weltmeister, wie man das nennt hier in Kanada, kurz vor Startziel. Rouge nicht, aber ist angenehm zu fahren. Es regnet, really. Also, wir haben ein paar neue Teile für diese Session montiert. Hoffentlich erhöhen sie die Geschwindigkeit des Autos noch ein wenig. Ach, Frankreich mag ich jetzt nicht so gerne, schreibt Overlord. Ja, okay. Ist natürlich Geschmackssache. Hm? Ich glaube, du wirst keine Strecke finden, wo jeder sagt, die ist geil. Guck mal auf deine Motorabnutzung. Einen Moment. Was meinst du jetzt genau hier? Wow. Ich habe sie ja, glaube ich, gerade geändert, ne? MGUK. Ja, Overlord hat der Gute keinen Plan mehr. Bescheid gegeben. So. Ach man. Streckenakklimatisierung bei Regen ist natürlich immer super. Aber zum Glück nicht allzu stark das Regen. Beziehungsweise der Regen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ganz wichtige Frage, der oder die Nutella? Ne, das oder die Nutella. Ja, der Nutella. Ich nehme der Nutella. Oh. Cool, das war so schön reingedriftet. Das war aus Versehen gut gemacht. Gerade am Ende. Das hat aus Versehen Skill gehabt. Dino-Teller, genau. Richtig so.
Wow. Uff. Und eine Tradition von mir, was ihr bestimmt nicht wisst, ist, dass ich bei jedem neuen Follower kurz auf seinen Kanal gehe und mir so angucke, was er so macht. Ob der auch selbst Streamer ist. Da habe ich ja jetzt nach dem Stream, glaube ich, so einiges zu tun. Bei der Menge. Dankeschön für den Follow Accept die 1. Vielen Dank. Nummer 216. Unfassbar. Mal gucken, wie viele Zuschauer am Ende da sein werden. Aber ich denke, selbst bei 10, 20, ich werde später auch jemanden raiden. Praktisch die Liebe zurückgeben. Ich mache es ja auch schon bei 5 Zuschauern. Also meinen kannst du auslassen. Da ist nichts drauf. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeits- Mach ich trotzdem, ich bin lieb. Ich will halt immer wissen, wer mir so folgt. Also, hat er so Macht. Find's halt immer cool. Das ist halt für mich so das Besondere am Streamen. Ich mache zwar, wie gesagt, auch YouTube, aber das ist halt natürlich was komplett anderes gefühlt. Hier hast du eine direkte Kommunikation. Oh, einen nicht bekommen. Oh, sehr gut, dann können wir ja später schön ohne Wayne trainieren. Ohne Wayne Rooney. Oh, der war schlecht. Wer ist hinter mir? Ach, Gasly, mein Konkurrent. Der eh schon gewonnen hat. Oh, wieder nicht bekommen. Ich habe hier Probleme im Regen. Normalerweise kriege ich die Kurve eigentlich ganz gut, aber hier habe ich ein paar Problemchen. Auf was für eine KI fährt ihr so alle? Ich will mal wissen, ob ich nicht der Schlechteste bin von allen. Voila. Okay. Das schaffen wir auch nicht, glaube ich. Oh. Oh. Du fährst 98, okay. 97. Okay. Auch jemand, der 85 oder weniger fährt, damit ich mich besser fühle. 98. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Das hast du geschafft, oder? Gerade waren noch angepeilte 285. 95 circa, okay. Gut, ich fahre gerade mit meinem eigenen Team. Ich weiß jetzt nicht, wie es. Ah, das hässliche. Danke. Du fährst 85. Team 85. Sehr gut. Kein Plan. Dankeschön. Lady Hara fährt gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Gut, auf einigen Strecken muss ich sagen, da würde ich halt schon mehr schaffen. Also auch schon 95 bis 100 teilweise, aber das ist ja teilweise auch, war zumindest 2019. Ich sag vielleicht noch 15 mal teilweise. Unter 50, ganz vom Anfang von F1. Ja, 2019 habe ich praktisch nach 5 Jahren wieder zum ersten Mal Formel 1 gezockt. Und da habe ich mit 55 angefangen. Ach, den ersten habe ich bekommen. Dann habe ich gesehen, oh, man kann die Traktion ja ausstellen und dann läuft sie super. Ohne allzu große Nebenwirkungen. Und dann bin ich einfach mal auf 80 bis 95 gesprungen. Ja, Gasly, ne? Überhol mich doch mal. Gesagt, getan. Ne, er fährt in die Box. Habe ich ihm die Runde kaputt gemacht? Okay, die Punkte habe ich überhaupt nicht geschafft. Naja. So, also mein erstes Formel 1 2017 bin ich die Karriere auf 20 gefahren. Nach Rennen 3 wollte ich es auf 50 stellen, wusste aber nicht, wie das geht und bin in der ganzen Saison auf 20 gefahren. Ich denke, man war ganz gut, ne? Lief ganz gut. Ich mach ein bisschen weiter, bis es nicht mehr regnet. Ganz im Ernst. Es sollte doch in 10 Minuten irgendwie weniger regnen.
oder? Ja, sehr gut. Dann fahren wir jetzt auf Mediums. Das Wetter ist jetzt besser geworden. War, das naja, easy. Sein, das glaube ich. Hast du bestimmt so die anderen alle, bist du auf P20 oder als letzter gestartet? Alle durften so ein, zwei Runden nach vorne und dann hast du die mal eingeholt, ne? Sie müssen Challenge haben. Oder hast extra eine Strategie genommen mit extra vielen Boxenstopps? Auch wenn du nicht musstest, nochmal reinfahren. Im Laufe einer Runde richtig verwaltest, also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig. Also ich habe zuletzt, wie gesagt, 2015 gezockt, also F1 2015. Danach 4 Jahre gar nicht mehr. 2019 mir vor 4-5 Monaten geholt. Wieder Blut geleckt sozusagen. Ja, und jetzt habe ich mir direkt so zum Release das hier geholt und zocke es mit viel Laune. Zuschauer, unfassbar, ne? Ja, warte, ich weiß, für dich ist das wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber oder Marcel. So. Oh, das sieht doch ganz gut aus, ne? Die Rundenzeit extrem gut. Fahren wir auch fett, noch mehr Zeit rausholen. Na, jetzt habe ich die Kurve besser bekommen. Wenn es trocken ist. Aber gut, das hätte, glaube ich, jetzt auch nicht so viele Punkte mehr gebracht. 10, 20 nur. Hätte am Ergebnis am Ende nicht unbedingt so viel gebracht. Da bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Nochmal, das Reifenmanagement nicht so gut ausgekostet. Roter Bereich. Bin ich noch im Grün? Positiv? So knapp. Ja, sorry, habe ich nicht gut gemacht. Das habe ich in Kanada besser hinbekommen. Auf jeden Fall. Ach Gott, da habe ich gerade am Ende wirklich viel verloren. Schade. Also Kanada war irgendwie für mich einfacher, was das angeht. Auch das war sehr gut. Das war für die Reifen praktisch nur, als würden die gerade auf Wolke 7 fahren. Na komm, das sollte ich doch schaffen, oder? Ja, der Fall ist sowas von in grünem Bereich. Da kann ich nämlich schon gefühlt noch drehen und alles wäre in Ordnung. So. Der dritte kriegen wir auch noch hin. Hätten wir auch in Runde 1 bekommen. Aber das war wirklich auch nicht sehr gut von mir gemacht. Sagen wir mal, wie es ist. Hoppala. Warum die hier so einfache Rundenzeiten als Ziel haben, verstehe ich auch nicht so ganz. Das ist ja schon einfach zu erreichen, ne? Oh, da muss noch ein bisschen Gas geben. Ach, es ärgert mich, ne? Ich hätte gerne 3 von 3 geschafft. Mano.
unnötigerweise auf die Curbs gekommen. Ja, ich bin sowas von im grünen Bereich, auch in der Zeit, da kann ich die Kurven etwas leichter angehen. Und versuchen extra ein bisschen weiter rauszukommen, um die Curbs nicht zu berühren. Na gut, 2 von 3 geschafft, immerhin. Und beim ersten kommt, man konnte nicht mal sehen, wo, ob ich im grünen Bereich bin oder nicht. Alles klar, das Programm. So, da hätten wir auch. Back to the Garage. Ach übrigens, wenn jemand hier im Chat gerade einen hat, den ich später melden sollte, sehr gerne reinschreiben, ne? Wenn ihr jemanden kennt, wo ihr denkt, der ist auch cool. Cooler als ich zumindest. Benzinmanagement. Also, da habe ich mal Probleme, dann mache ich später. Hallöchen, Scoozy Babusi. Schön, dass du wieder dabei bist. ERS-Management kriege ich hin. Ja, Scoozy, du siehst das gerade richtig mit den Zuschauern. War schon gerade ein anderer, älterer Zuschauer bei mir dabei, der sich ein bisschen gewundert hat. Viel Körper mit dem echt, Meta, Mind Gaming. Gut, wenn du das so sagst, du willst dich damit auskennen, dann mach ich das mal. Aber ich dachte mir immer so, Körper ist vielleicht so ungesund. Ja, Scusi, ich wurde zweimal geradet. Von sehr lieben Leuten, wirklich. Dein Ziel ist es, die Batterie im Laufe einer Runde effizient einzusetzen, um die Zielzeit zu erreichen. Mit der Überholtaste. Ja, genau, Scusi. Der gute Muscle Kiefer und Walle Gaming. Die haben beim großen Preis beim GPO mitgemacht, also hier Grand Prix Online, wo Beatsmeet unter anderem mitfährt. Aber hier bei dem ERS-Training, muss ich überhaupt ERS benutzen? Also wenn ich es kein einziges Mal benutze und trotzdem die Zeit super ist, ist doch alles in Ordnung, oder? Genau, das, was der gute Meta sagt. Genau, Scusi. Auf jeden Fall Ehrenmänner. Das stimmt. Ich glaube, der Scusi könnte es gut mit euch aufnehmen. Der ist auch ein extrem guter Fahrer. Okay, ich bin gerade extrem gut drauf in der Runde. Das ist ein Anzeigefehler? Ich brauche für mich schon fast eine neue Skala. Doch, Scusi, du bist ein extrem guter Fahrer. Ich bin doch schon gegen dich gefahren. Und nicht, dass du besser warst als ich, das ist klar, aber die Zeiten, die du rausgeholt hast. Das war krass. Scusi, wir haben doch schon mal 1-2 Runden gemacht, so als Training. Mit ein paar anderen Leuten. Anzeigefehler? Ne, anscheinend war es kein Anzeigefehler. Am Ende ging er noch ein bisschen weiter nach links. Ich wollte es ja gerade prüfen. War alles in Ordnung. Gut, das hätten wir auch noch. Ich denke mal, die anderen... Oh. Trainieren und weiter trainieren. Ach, ist okay, Training ist vorbei. Gut. P7, sehr gut. Ich wollte gerade sowieso sagen, für meine lieben YouTube-Zuschauer nochmal kurz der Hinweis, ich mache gerade wieder eine Abmoderation, der Stream geht weiter. Das war's von heute Morgen, beziehungsweise in 2 Tagen geht's weiter mit der nächsten Trainingssession plus Qualifying. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao.